Die Anstrengungen der vergangenen Tage deutlich zu sehen im Gesicht von Markus Söder. Der lang anhaltende Applaus der Fraktion tut dem Ministerpräsidenten sichtlich gut. Weniger gut ist aber derzeit die wirtschaftliche Situation in Bayern. Darüber spricht Söder in seiner knapp zweistündigen Grundsatzrede vor der Fraktion. Spüren wir, dass das Erfolgsmodell Bayern herausgefordert ist durch die Schwäche Deutschlands. Ein Störgefühl, dass es einfach nicht mehr richtig klappt in Deutschland. Ein Beispiel, der Autozulieferer ZF in Schweinfurt, eine Autostunde von Banz entfernt. Hier arbeiten rund 9.000 Menschen. Bis zu 6.000 Stellen könnten gestrichen werden. Das würde die Region hart treffen, genauso wie die zwei ZF-Werke in Niederbayern, in Passau und Turnau. Es hat mit Standortproblemen hier in Deutschland zu tun. Die Welt wächst deutlich schneller und stärker als wir. Und das wiederum bedeutet, wir verlieren als Industrieland Weltmarktanteile. Und das lässt uns nicht kalt. 20% der industriellen Basis sind gefährdet. Fraktion und Staatsregierung wollen deshalb die Wirtschaft, vor allem die Autoindustrie, unterstützen. Es braucht eine Autostrategie. Die muss lauten, dass Deutschland sich endlich dafür einsetzt, das Verbrennerverbot aufzuheben. Und zwar generell für den Verbrenner, die E-Mobilität zu fördern. Wir werden es ergänzen in Bayern, das Thema E-Mobilität neben den verschiedenen Förderungen für Zulieferer, die wir auf den Weg bringen wollen, mit unserem Transformationsfonds, also für Regionen wie Schweinfurt, Bamberg und andere. Die E-Mobilität soll durch Anreize gefördert werden. Wir werden künftig eine Regelung erlassen, die dann für alle, für ganz Bayern gilt, wo Parken mit E-Autos kostenfrei sein soll. Als Ergänzung. Außerdem will die Staatsregierung weiter Bürokratie etwa im Datenschutz abbauen und so Unternehmen entlasten.